Hallihallo, hier ist der Pink Panther und dieses Video ist gerichtet an die ganzen Förmchenbacker, an die ganzen Vollspasten, die in Facebook immer irgendeinen Mist schreiben. Jetzt haben sie mal wieder den Dwayne Johnson tot gemacht, obwohl der eigentlich noch am Leben ist. Falls ihr nicht wisst, wer das ist beispielsweise ein Schauspieler, der bei Fast and the Furious mitspielt. Beziehungsweise ist es halt jemand, der früher gewrestelt hat. Ja. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Der hat auch den Spitznamen The Rock. Die haben einfach mal geschrieben, ja, der ist tot. Der ist gestorben. Warum macht man sowas? Dieses Haschen nach Aufmerksamkeit mit solchen Sachen oder indem man einfach über andere irgendwas behauptet oder schreibt oder so. Das passiert ja auch oft auf YouTube. Ist mir ja auch schon oft passiert, dass sich irgendwelche kleinen YouTuber denken, ach, weißt du was, ich ziehe mich mal an den Eiern von einem größeren YouTuber hoch und behaupte mal irgendwas. Was läuft bei euch schief, Alter? Kann mir das mal einer erzählen? Hat die Mutti euch zu früh von der Titte abgesaugt oder was? Was geht denn bei euch ab, Alter? Ohne Witz, denkt mal darüber nach, was für einen Mist ihr da verzapfen tut. Ey, das regt mich total auf. So voll Spasten, so richtig, ja, hohl wie ein Brötchen, Alter. Intelligenter als ein Feldweg. Echt, ich begreife das nicht. Wisst ihr eigentlich, was ihr damit anstellt? Oder derjenige, der das da jetzt behauptet hat, was das überhaupt für Ausmaße annimmt in Facebook? Da wird ja sowieso denn alles geteilt und weiß was ich nicht alles. Und wenn das rauskommt, wenn der Schauspieler jetzt sagt irgendwie, das ist Rufmord oder sowas, ey, boah, da möchte ich nicht in dem seine Haut stecken. Alle denken immer, ja, ich sitze vorm PC und den ich da gerade irgendwie einen reindrücke, den sehe ich ja nicht, ja, den nehme ich überhaupt nicht wahr oder sowas. Trotzdem kannst du da übelst einen auf den Sack für kriegen. Also ich möchte nicht ein Elternteil von dem Kiddie sein, der so eine Scheiße fabriziert. Echt, ohne Witz. Also ich würde mal echt gerne wissen, was ihr davon haltet, dass einfach solche Sachen behauptet werden, die überhaupt nicht stimmen. Oder gerade, dass Leute einfach totgesagt werden, die gar nicht tot sind. Nur um einfach irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen. Wenn die kleinen Spasten es nicht hinkriegen, mit sich selbst, also, ne, sich selbst irgendwie in die Öffentlichkeit zu stellen, so dass man interessant ist irgendwie, wenn man das dann nicht hinkriegt, dann halt irgendjemand, sich an irgendjemand anderen hochzuzwiebeln, Alter, das ist doch ein No-Go, Alter, das muss man doch verstehen, das muss man doch wissen, oder nicht? Also, da könnte ich mich echt so übelst drüber aufregen. Ey, wenn ich so einen Typen irgendwie, oder... Ich würde es echt an der Eier aufhängen. Ohne Witz. Ich habe heute echt gedacht, what the fuck, Alter? Jetzt ist der Dwayne Johnson auch noch tot, oder wie? Und dann gucke ich, recherchiere ein bisschen und sehe, fake. Das ist alles nur ein Fake. Aber generell, muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich ja gar nicht irgendwie, was im Internet steht. Also das ist immer ganz, ganz schwierig. Man weiß nie, ob man irgendwie in irgendeiner Weise die Wahrheit tatsächlich erfährt. Ob du den Fernseher anmachst, das sind ja auch nur irgendwelche Hampel, die dir irgendwas erzählen wollen, aus irgendwelchen Gründen, weil sie dann wieder damit Geld verdienen wollen. Und keiner weiß wirklich, ob das die tatsächliche Wahrheit ist. Das ist ja jetzt bei dieser Geschichte mit der Ukraine und Russland genauso. Die einen erzählen es so, die anderen erzählen es so. Im Endeffekt kriegst du dann raus, ja, die einen unterstützen halt das Land, die anderen unterstützen das Land. Es gibt keine, ja, unparteiliche Berichterstattung mehr, ohne dass da nicht irgendwas dahinter steckt oder irgendeiner bezahlt wird dafür, das und das zu sagen. Deswegen ist es mir ja zum Beispiel ganz, ganz wichtig bei unserer Free-to-Play-Reihe, wo ich ja schon gesagt habe, wo wir ja Geld mit verdienen, das tue ich ja offen gerne zugeben, ist ja gar kein Problem. Ich meine, jeder, der arbeitet, will ja auch Geld verdienen, aber... Wir lassen halt nicht unsere Meinung kaufen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich nie zulassen würde, sondern wir verkaufen mehr oder weniger den Platz auf unserem Kanal. Und wir haben das schon immer gemacht, Free-to-Play-Spiele vorgestellt. Warum sollen wir da nicht auch jetzt noch zusätzlich dann damit Geld verdienen? Also außerdem kommt das ja sowieso nicht nur
unserem Clan zugute, sondern halt auch der Community, weil wir ja auch immer wieder den Preise zum Beispiel von dem verdienten Geld kaufen, um euch einfach auch eine Freude zu machen. Ja, aber ich würde mal gerne wissen, was sagt ihr? Also ihr seht ja, ich habe jetzt in dem Titel von dem Video, habe ich jetzt auch mal richtig schön übertrieben und mich interessiert einfach mal, ob das Video dann dementsprechend mehr Aufrufe kriegt. Oder ob so ein allgemeines Interesse bei uns besteht, was ich da, wie meine Meinung ist und so weiter. Das will ich mal damit ein Stück weit auch rausfinden. Aber wie gesagt, ich möchte wissen, wie ihr darüber denkt. Was haltet ihr von Facebook im Allgemeinen? Wie manche Sachen da hochgepusht werden? Wie manche irgendwelche Themen verwenden, um Aufmerksamkeit für sich zu bekommen? Und was sagt ihr dazu? Ist das eine coole Sache oder nutzt ihr das selber, dass ihr da ein bisschen übertreibt bei manchen Sachen? Oder wie gehabt, findet ihr das scheiße, soll man bei der Wahrheit bleiben? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, haut's drin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!